Bethesda Game Studios presents The Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, wo sind wir? Nein. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Welchen Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr? Wo sind wir? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollen. Oh, ich komme aus Horus. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Wo sind wir? Wer sind wir? Und wo befinden wir uns? In Bella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei mir. Kein Gott wird dir hier helfen, mein Lieber. Sie hatten dabei ihre Hand geschrieben. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier gestanden. Also Leute, ich weiß nicht, wo wir sind. Immer noch seinen Gefolger wären mitgebaut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ja. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Natürlich nicht. Und... Wartet! Wir sind keine Rebellen! Jetzt hat er meine Klappe. Und damit herzlich willkommen zu Skyrim The Elder Scrolls 5. Näheres erkläre ich gleich. Wir sind jetzt allerdings erstmal noch im Intro, also im Vorgeschmack. Und ich will da nicht zu viel dazwischen quatschen. Herzlich willkommen, erstmal. Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Das ist der Herr. Lothir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Hier, Herr! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Ich? Ich will gar nicht, hallo, ihr hofft vorzutreten. Wer seid ihr? Ich bin. Ja, okay. Und ja. Ja. Wer bin ich? Ich bin auf jeden Fall das bei Nevergest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, also einem neuen Let's Play.
ein Let's Play, was nur am Wochenende erscheinen wird und auch nicht, ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Vielleicht haue ich immer eine Folge raus, wenn ich gerade lustig bin, ich weiß nicht. Es wird kein festes Let's Play. Ich habe das Spiel gespielt und ich habe mir das Spiel geholt, das ist gespielt übrigens mit allen DLCs. Und ich habe mir das Spiel geholt und dachte mir, Morrowind habe ich früher ganz gerne gespielt, Oblivion war dann eher nicht so mein Fall. Und jetzt habe ich dieses Skyrim angezockt und ich muss sagen, boah, es hat mich wieder mehr inspiriert als dieses Oblivion. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, wisst ihr was, ich war erst bei auf Stufe 5 oder so, habe gerade gegen den ersten Drachen gekämpft, das erkläre ich euch später alles. Und ja, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ich bin natürlich Kaiserlicher, ich versuche ein Herz zu bekommen, der irgendwie so... Ja, okay, Kaiserlicher, sehr schön. Der irgendwie so ist, wie ich aussehe, so halbwegs so. Dann muss ich natürlich das Geschlecht nehmen. So, so. Hautfarbe gehen wir natürlich dann ein bisschen bleicher. Ich habe momentan... Achso. Warte. Also das irgendwie Vorgaben. Abbrechen. Okay, Gewicht, ich bin eigentlich ein bisschen schmächtiger von Statur. Da hat es im Nachbarzimmer gerade gerüttelt. So, nehmen wir das dann mal. Den Kopf. Gesichtsfarbe passt schon so. Schmutz, machen wir uns ein bisschen schmutziger, weil wir kämpfen ja auch. Schmutzfarben, na gut, das ist, ja doch, kann man lassen. Narben habe ich eigentlich keine, aber ich weiß, wir spielen Skyrim, da muss einfach eine Narbe her. Doch, ich habe einen auf der Stirn, das weiß ich, aber... Hier gibt es keine für die Stirn. Deswegen nehme ich aber mal die. Kriegsbemalung und so lassen wir mal bleiben. Wir nehmen als Gesicht... Das ist Nasenart. Jo, das passt schon. Nasenhöhe... Na, dann doch eher ein bisschen tiefer gesetzt. Die Nasenlänge... Kieferbreite, Kiefer? So ein gesundes Kieferbreiten-Ding, Kieferhöhle. Ich gucke mal auf das Gesicht und verklick mich dann. So und dann, achso, ich kann hier noch runter, gell? Ach du, willst du mich verarschen? Ja, so ein kleiner Bart. Wir machen es jetzt nicht so extrem. Ich bin jetzt nicht so der Freund davon, stundenlang da mit so einer Charakterausstellung hinzubringen. Wie gesagt, ich will ja immer so, ich nehme wahrscheinlich immer so eine halbe Stunde auf. Das ist natürlich extrem praktisch, dass ich wirklich mein Handy gerade nicht dabei habe. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz mein Handy holen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon... Ja, klasse, jetzt kriege ich natürlich Nachrichten gleich so. Da bin ich auch schon wieder. Es ist 22 Uhr, deswegen würde ich sagen, wir spielen bis knapp vor 23 Uhr. Also so eine gute Stunde. Ich weiß noch gar nicht, wie das denn hier wird mit den Hochladen und so, wie was für eine Größe, das sehe ich dann alles. Augenfarbe hätte ich ja gern braun, so. Ja, natürlich immer so ein übelstes, das sieht scheiße aus. Das machst du. Augenhöhe, Augenbreite, Augentiefe, das brauche ich alles gar nicht, ich bin jetzt nicht so. Braunart. Ja, das passt ganz gut. Braunhöhe, kann man ruhig ein bisschen höher setzen, sieht freundlicher aus. Braun, Breite, so. Ich hätte gerne noch so ein bisschen am Mund. Die Mundform. Ein richtiger Kussmund hier so. Nehmen wir den, Mundhöhe. Mundvorstein, was ist das? Ach so. Die Kinnbreite, ne, gut. Lippenfarbe könnte man ein bisschen betonen. Ja, nee, eigentlich reicht Kreidebleich. Kinnbreite, Mundvorstand, Mundhöhle, Lippenfarbe. Aber so Smiley oder so gibt's nicht. Es gibt einfach dieses... Es sieht absolut gar nicht aus wie ich, aber ach egal. Bin sehr schlecht in sowas. Da muss ich mir echt stundenlang Zeit lassen. Braue... Ja, mal Kopf, wir machen, ich glaube, ich mache den Kriegsbemalung, Farbe der Bemalung, ja, nee, Gesicht, Moment. Halsfarbe, Lachfalten, was, Lachfalten? Ach, gibt's doch.
Ja, soviel zu den Lachfalten, okay. Nasenart, Kieferbreite, habe ich nicht Gesicht? Ja, habe ich. Nasenart, Kieferbreite, Kieferhöhe, Wangenknochenhöhe, Wangenknochenbreite, achso, ne. Kieferbreite. So, komm, wir nehmen einfach den hier, das ist unser Freund jetzt hier. Stirbt mich auch nicht wirklich. So, er Gefangener. Okay. Jetzt geben wir noch den Namen ein. Das ist natürlich der Neverguest. Das passt jetzt nicht unbedingt so, aber puff, wen interessiert's? Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodiil zurückgebracht werden. What? Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich hab doch nicht... Ihr tötet mich, obwohl ich nichts getan hab. Ihr seid einfach nur Helden. Ja, ich kann mir nichts zur Wehr setzen dagegen. Schön, toll. Ach ja, ein Henker. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden... Was für eine Stimme. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Du weißt, was das ist, lieber Ulfric. Schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an. Ihr schaut mich an. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Der Arme, der Arme. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Boah, bitte nicht. Alter. Kaiserlichen Dreckskerle. Ja, gut, ne? Das Let's Play ist dann damit wohl beendet, würde ich sagen. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Sirodiil, ihr seid dran. Juhu, ich wollte... Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Wollt ihr den ja nicht vorher wegräumen? Oder sauber machen? So, jetzt kriege ich einen Fuß ins Genick. Oh, was ist denn das? Oh, ist der nicht süß? Der sieht verdammt geil aus. Also muss man mal sagen, die Drachen sehen richtig, richtig geil aus. Und natürlich kann der auch Sturmwolken heraufbeschwören. Ich würde dann gerne... Autsch, aua... Ah. Ich würde gerne aufstehen. Hallo? Ja, versuche ich ja. Bin dabei, ja, die Götter. Was? Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Da. Hilfe. Ja, du darfst ruhig weitergehen. Der Drache ist immer noch da draußen, ne? Die Legenden sind meistens wahr. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Punkt. Los. Ja, das ist schön. Ich gehe mal hoch. Und... Wow! Das sah heiß aus. Oh. Ich springe aber mal hier. Ist irgendwas, was man mitnehmen könnte? Nee. Ich muss ja auch anscheinend hin. Nachbar, Junge, das macht hier
Ich würde weggehen. Immer noch am Leben? Bleib nah bei mir. Ihr wollt, dass das so bleibt. Ja, ja, bin ich dafür. Hallo Kleiner. Die Götter mögen euch leiden, Arthur. Hallo? Kann ich den? Nein. Ich dachte, ach, deine Hände sind gefesselt. Was für eine... Wow, 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 wow. Geil, guck dir diese Klaue an. Ist doch voll geil, oder? Lalala, lalala. Ist doch gar nicht so, dass es irgendwie hier Krieg ist und so. Wow, es lackt aber ganz schön. Ich muss, glaube ich, gleich meine Grafikeinstellung ändern. Hatte ich nicht eigentlich hier irgendwann die Chance? Ich wollte eigentlich mit den Rebellen mitgehen. Gab's denn nicht die Chance, dass irgendwie... Ach, da, hier. So. Ja, ich bleib hier. Ich gehe mir mit den Rebellen mit, weil die Typen wollten mich gerade umbringen, ne? Deswegen gehe ich natürlich mit den Rebellen mit. Wir müssen gleich mal die Grafikeinstellung ändern. Ich glaube, das ist irgendwie nicht ganz so praktisch in meinem PC. Schau mal ganz kurz, ich werde die spannende, ja, Quest-Tagebuch, ja, okay. Einstellungen, Anzeige. Helligkeit, Gameplay wahrscheinlich. Ja, oder auch nicht, ne? Das System. Dann halt nicht. Anzeige. Hallo, Grafikeinstellung. Hallo, Grafikeinstellung. Gibt's keine Grafikeinstellung oder was? Ich mache die Gesamtlautstärke ein bisschen leer und die Musik dafür ein bisschen leiser. Ja gut, dann halt keine Grafikeinstellung, ne? Was haben wir denn hier alles so? Wir sehen uns dann in Sovngarde. Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Das habe ich auch so. Ein Drache. Ja. Kein Zweifel. Genau. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Kenne ich nicht, aber auch sicher. Vorboten des Endes aller Tage. Übertreib's mal nicht. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Alter, der Oberarme, ey. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Hallo Gunja. Durchsuchen. Eisenkriegsaxt. Sternstiefel. Waffen. Ja, bin ich dabei. Also, Rüstung legt man jetzt so an hier mit R könnte ich das wegschmeißen. Dann legt man uns mal noch den hier an. Achso, das ist natürlich, die ist besser, kann man hier unten sehen. Hier unten hat man dann hier bei Rüstungswert steht dann hier jetzt zum Beispiel minus 23 der eigenen, der jetzigen Rüstung. Und jetzt kann man auch Feldstiefel anlegen. Wunderschön. Wie wär's mit... Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Ja, ich darf die nicht aufmachen. Okay, das macht er dann wahrscheinlich gleich. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Natürlich kommt. Die Kaiserlichen. In Deckung. Öffnet dieses Tor. Okay. Attacke! Oh mein Gott, los, auf sie. Boah. Ausdauer niedrig. Ja, schön. Ich habe gerade eher vor, die Frau zu... Autsch. Erschlagen. Ja, genau das hatte ich vor. Schlüssel. So, ich nehme das mal einfach alles mit. Oh. Oh lala.
Entschuldigung, tut mir leid. Ich tue das mal hier so ein bisschen von den Zeugen mitnehmen und dann gucken wir mal. So, Waffen. Haben wir eine bessere eventuell gefunden. Eisendolch, Kriegaxt, kaiserliche Schwert nehme ich mal, weil das lässt sich, Schwerter lassen sich schneller schwingen. Dann haben wir gefunden Armschienen, dann haben wir gefunden bessere Stiefel, eine Rüstung haben wir gefunden, kaiserliche Stiefel haben wir gefunden, kaiserlicher rechter Helm haben wir gefunden, kaiserlicher Offizierhelm, oh mein Gott, das wird immer besser. Okay, dann, wow, und mit F kann man jetzt gucken, Moment, mit F sehen wir jetzt so aus. So, dann legen wir, gehen wir weiter. Und wir schauen uns überall natürlich um und schauen, ja, einen Korb würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen für einen Dollar, das ist jetzt nicht so meins. Sag mal hier. Nichts Interessantes. Truhe des Wächters. Wunderschön. Oh, da ist noch ein Schwert, das nehme ich auch noch mit. Neben Eisenschwert. Was soll ich... Achso, ich soll die Tür da drüben öffnen. Ja, klar, okay. Ich will nur ganz kurz mal hier schauen, was es hier so alles gibt. Hier haben wir noch ein bisschen Gold gefunden. Wir nehmen natürlich alles mit, alles was wir finden können. Saborbis wird sich das hier hoffentlich angucken und wird sich dann denken, oh mein Gott, was für ein... Ah, okay, die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Ja, hier liegt ein bisschen Geld. Wenn wir mit den Kaiserlichen gegangen wären, wären wir übrigens aus dieser Richtung hier gekommen. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, aus Versehen. Ich würde eigentlich immer mit denen hier spielen, aber... Die hier kann man viel schneller schwingen, seht ihr das? So, gehen wir mal hier lang. Und da. Ja, macht aber einen ruhigen, mein Gott. Ich muss erst mal looten gehen. Ja, okay, das machen wir. Oh, er kennt er. Wow, wow, wow. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da lang. Was interessant ist hier? Ich muss... Oh! Oh, das ist lustig! Einhändige verbessert auf 21! Oh yeah! Und wir nehmen wieder alles mit. Wenn man die, wenn man Leute schon umbringt, dann tut man die natürlich auch noch ausrauben. So 219, wir können also noch ein bisschen was tragen. Am Anfang ist es recht gut, finde ich, diese ganzen Rüstungsartikel mitzunehmen. Guck mal, da haben wir noch einen Trank. Diese ganzen, und hier haben wir auch noch einen Trank. Diese ganzen Rüstungsartikel mitzunehmen. Weil die sind, Kaninchen. Und ein Fasan. Lecker. Die sind recht praktisch. Weil die am Anfang ein bisschen Geld dazu geben, dass man sich gleich am Anfang so ein bisschen was kaufen kann. Hier sind jetzt Zaubertränke drin in der ganzen Ecke. Mein Leben füllt sich aber auch so immer wieder auf, das heißt, ich brauche die momentan gar nicht. So, hier ist sonst nichts. Da haben wir noch einen. Ich muss gerade mal gucken. Ich gehe nochmal zur Einstellung rein. Gameplay. Cursor-Empfindlichkeit. So, speichern. Das ist schon besser. Jetzt bewege ich mich ein bisschen schneller mit dem Cursor. Ja, bin fertig. Okay, hier sind wir vorhin gewesen. Dann gehen wir mal weiter und ja. Wundert euch nicht, wenn ich... Oh, das ist... Folterer, oh mein Gott. Wundert euch nicht, wenn ich vielleicht nicht ganz so tragisch auf das Geschehen eingehe. Ich versuche... Ich versuche natürlich... dass die Stimmung so gut wie möglich zu wahren, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mit meiner überheblichen, hitzigen Art das ein wenig kaputt mache ab und zu. Also, ui, hier haben wir eine bessere Waffe. Einen teuren Schild. Okay. Ja, das habe ich immer noch nicht ganz gerafft hier. Das mit der Maus drehen und so, das verstehe ich ja ganz gut, aber irgendwie muss hier gedreht werden. Nee, und dabei, nee, wie war das? Achso. Ja. Genau das soll nicht passieren. So, jetzt habe ich es geschafft. Also brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch.
Und dann haben wir hier noch ein bisschen Gold beim Magier und noch ein bisschen Kapuzenrobe und so Zeug. Wir sind noch fast voll. Kaiserliche Hunde, die sind sich für nichts zu schade. Soldat der Sturmhände. Wunderschön. Gefällt mir. Beim letzten Mal habe ich die Frau aus Versehen umgebracht. Naja. So, was haben wir denn hier noch so? Nichts Interessantes, ein paar Skelette. Hier ist auch nichts, okay. Tja, wo sind wir denn hier? Anscheinend in einem verlassenen Stollen oder so. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Was für ein General? Wenn man länger auf linke Maustaste gedrückt hält, macht man übrigens einen Frontangriff. Das geht aber nur 1-2 Mal, glaube ich. Also momentan zumindest. Achso, der ist tot. Ja, ne, der ist tot. Kaiserliche leichte Rüstung kostet Geld. Das nicht so. Ja gut, dann lasse ich nämlich mal noch das damit und dann war's das. Jetzt ist noch ein bisschen aufpassen mit dem Platz. Ab 300 werden wir nämlich fett und langsam. So. Komm ruhig her. Dir zeige ich's. Blocken können wir auch. Greif mal an. Okay, gut, dann halt nicht. Ein Eisenpferd nehme ich natürlich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich wieder mit. Ist das jetzt aber schon zu fett? Moment. Gehen wir mal in Bekleidung rein. Werfen zum Beispiel die Fellstiefel mit Airbag. Fußlapp mit Airbag. Guten Tunika mit Airbag. Oh, das da können wir wegwerfen. Einmal. Ich weiß nicht, ob das die Bestien sind. Moment. Beschlagene kaiserliche Rüstung, zieh mal an. Tim, kaiserliche leichte Stiefel, zieh mal an. Kaiserliche leichte Rüstung, okay. Kaiserliche Stiefel, kaiserliche leichte Helm, kaiserliche Offizierhelm. Tim, wo waren wir? Was? Kaiserliche Offizierhelm, ach da. Kapuzen, die geben viel Geld. Und ein Sturmmantel, Brustpanzer, den kann man wegwerfen. So, Moment, jetzt hier, kaiserliche Rüstung. So. Wunderbar. Und dann kommen wir an. Erstmal übelst lange rumgemerkt und dann kommen wir an, ein Schlag und sofort tot. Wir können es einfach nur. So, Eisen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Und weiter geht's. Ich muss hier mal, wir müssen hier den Hebel benutzen. Ich kenne natürlich ein bisschen was. Also so die ersten zwei Missionen kenne ich schon. Ich habe mich halt eingespielt erstmal und dachte mir, ja, weißt du, das musst du einfach aufnehmen. So, was haben wir denn jetzt hier? In einer Höhle. Was gibt's hier? Ich habe aber, als ich selbst gespielt habe, habe ich nicht alles erforscht. Das zum Beispiel kenne ich nicht. Das habe ich nicht erforscht. Aber hier gibt's doch nichts, oder bin ich blöde? Okay. Ich hätte jetzt mit irgendwas Spannendem gerechnet, aber... Hier gibt's anscheinend gar nichts, einfach so nichts. Na, okay. Dann folgen wir mal dem normalen Weg. Sind denn so Leute jetzt eigentlich vorgelaufen schon, oder? Was haben wir hier? Oh. Was ist denn? Seht ihr? Was? Ja, kommt ruhig noch. Kommt ruhig noch mehr. Wow. 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 Stirb. Wow. Ist das eklig. Gesundheit niedrig. Alter, ist das eklig. Objekte. Zaubertränke, Trank der kleinen Heilung. Bom, bom, bom. Boah, ist das eklig. Noch eine?
Frostgift bis Orsas I. Und Frostbissgift. Und Frostbissgift. Okay, alles klar. Boah, ist das eklig, ey. Die haben ja alles eingewebt. Was ist das da? Okay. Scabberschwanz ist die so das. Ah, es ist eklig. Okay, wir gehen mal hier lang. Ich frage mich, wo unsere Leute sind. Die müssen doch eigentlich irgendwo sein. Da drüben sehe ich einen Wagen. Ja, kann ich nicht, oder? Oh. Das ist aber nichts Spannendes. Nehmen Eisenhelm, der ist recht teuer. Deswegen nehme ich ihn mal mit. Oh. War klar. Das war so klar. Hui, ja, so. Ist natürlich jetzt alles Intro und ich kenne... Boah, das regst zu viel. Okay, Objekte, Waffen. Können wir die Eisendolche zum Beispiel ablegen. Und nehmen das Eisenschwert in die Hand. Dann nehmen wir die Eisenkolben in die Hand. Wunderschön, haben wir einen Eisenkolben. Er schwingt zwar nicht ganz so schnell, macht aber mehr Schaden. Und wir sind ja auf mehr Schaden aus, ne? Ich frage mich gerade bloß, wo meine Leute sind. Ich habe sie total verloren. Nanu. Wo bin ich denn hier? Scabber sind große, rattenartige Kreaturen, die ihre Nester in Höhlen, Abwasser kennen und Tunnelsystem bauen. Mehr konnte ich nicht lesen. Oh, hallo, da bist du ja. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Wir verschwinden besser. Abgeschlossen, entfesselt. Nur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, das hast du recht. Und ich verfolge mich mal weiter. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Er sagt dann aufteilen. Und in dem Moment wollte ich dann loslaufen. Da hat mir der Warbeast dann gesagt... Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Ja, weißt du, das Problem an der Sache ist, dass ich nicht mal weiß, wer ich bin, wo ich herkomme und was genau ich eigentlich hier mache. Ich bin einfach nur eine reingeworfene Person. Und jetzt auf einmal soll ich mich dem Kampf gegen das Kaiser... Die Ruine da oben? Ja. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Alles klar. Ich habe nie verstanden, meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Was ist eine Schwester? Und wie geht's der Zoom? Auch schon mit Drachen gekämpft. Oh, was sind das da unten? Lalalala. Dum 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 dum. Diebesstein. Marchenstein. Drei der 13 uralten. Ich nehme mal den. Die Klinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Ich bin ein Krieger. So. Ich muss ja gestehen, dass dieses Gerenne mit dem Radov eine sehr doch recht zeitaufwendige ein recht zeitaufwendiger Vorspann ist, aber es hält sich wirklich. Das hier ist kein Sturmmantelgebiet.
Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Ja. Wenn wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst du das Reden mir, verstanden? Ja, natürlich. Da sind Scammers, glaube ich. Kommt her! Nee, Wolf. Oh, das sind Wölfe. Noch einer! Ja, komm her! Ach so, meinst du das hier? Lalala. Oh, ich hab Blut am Kolben. Cool. Blut am Kolben. Mach mal hin, ne? So. Wir sind... Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flussfall. Das freut mich. Oh mein Gott. Aber wir nehmen schon fast eine Stunde auf, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das wird eine lange erste Folge. Und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Lalala, lalala. Lalala. Flusswald entdeckt. So, hier endet unsere Intro-Wanderung mehr oder weniger. Weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt, Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Ist Gerdur ein Frauenname? Was ist das für ein Frauenname? Was ist denn nun schon wieder Mutter? Gerdur. Also Gertrud kenne ich ja, aber... Gerdur? Lalala und Jump! Wow, tot. Ach, da ist er ja. Dum 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 dum. Ja, du. Bruder, bei Maras Gnade, es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Kurt, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Ja, bin dabei. Kurt, kommt bitte mal her. Gleich runter. Ja, okay, wir folgen dir einfach mal, wo auch immer sie jetzt hingehen möchte. Ach hier. Onkel Rano, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten habe. Na schön, lieber Junge. Was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge! Sie würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann... Wie aus dem Nichts
griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender? Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Das ist aber nett. Ist mein Freund. Okay, ja. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Okay, ja, natürlich. Ja, komm, wir nehmen den Amethyst. Ja, ich kann der Vorderseite den Amethyst nicht wegnehmen. Na. Ich nehme mal Dietrich mit. Die Zaubertränke der Heilung nehme ich mit. Die wird sie ja nicht brauchen. Ich würde ja, wenn ich hier jetzt privat spielen würde, würde ich ihn ja mitnehmen, muss ich ja gestehen, aber da die Frau ja, da wir jetzt nicht gut spielen, lasse ich ihr den Amethyst einfach mal. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Ja, okay. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, natürlich, das würde ich machen. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst, ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen. Ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Mead zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Ja, gut. Das war anscheinend jetzt das Intro. Also nicht das Intro, die Vorgeschichte. Wir sind jetzt also in Weißlauf, wir sind vor den Drachen geflohen, wissen nicht, wer wir sind, aber gehören... Meine Schwester uns helfen würde. Gehören aber anscheinend doch jetzt schon fast zu den Rebellen. Nur noch nicht offiziell und ja, das ist Hoth, hallo Hoth. Sieht aus wie ein Mann, also wie ein männlicher Mann und das ist gut. Weiß nicht warum, aber es ist gut, ja, ne? Ja, ich höre lieber auf, irgendwas zu sagen, sonst, ja, ne, weiß Bescheid. Warum laufen eigentlich immer alles Menschen so langsam? Leute, Drache, Jarl Bescheid sagen davon. Ja, warte, wir sind ja gar nicht, wir sind im Flusswald. Aber ich muss nach Weißlauf, so war das, genau, so war das. Die haben die Ruhe weg, das geht gar nicht. Wenn jetzt der Drache ankommen würde, die hätten die Ruhe weg, ach so. Oh, ziehen wir hier ein. Oh. Ich muss sagen, ich bin sehr storygetreu einfach weggerannt beim ersten Mal und hab dann... Oh, Büffel. Oh, bist du ein Jacke, Büffel. Und hab dann gar nicht... Ich bin gar nicht ins Haus hier reingegangen. Ich hoffe euch in... So, gucken wir mal hier rein. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Talos möge euch... Was kann ich für euch tun? Alles klar. Ich kann hier also alles mitnehmen. Die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich will jetzt hier, ist das Fisch? Schlachterfisch, ja, okay. Ich will jetzt hier nichts. Muss mal hier. Pelzschild, ich trage Ecke. Was? Was ist das da? Olaf und der Drache. Olaf und der Drache. Von Adonato Liuteli. Das lese ich jetzt aber nicht alles vor.
Das wäre zu viel. Ich weiß, dass es bei Morrowind und dieser ganzen The Elder Scrolls Reihe immer verdammt viele Bücher gibt und einige sind wirklich nur dazu da, um einfach irgendwelche Geheimnisse aufzudecken. Und darum werde ich das jetzt nicht lesen. Ein Stahldolch nehme ich jetzt mal nicht mit. Honigmet, was haben wir hier noch drinnen? Durchsuchend Ruhe, nehmen wir mal noch 8 Gold mit. Schmiedeschürze brauche ich jetzt auch nicht. Da liegt auch noch ein bisschen was an Geld. Oh, jetzt habe ich den Korb mitgenommen, das wollte ich gar nicht. Ja, das Great nehme ich mal mit. Den Amethyst habe ich hier gelassen, damit kann sie sich ja immer noch lange über Wasser halten. Und ich würde sagen, wir begeben uns auch gleich mal raus. Ja, und meine lieben Damen und Herren, das war's dann auch für die erste Folge. Ups. Wir haben es soweit erstmal ganz gut geschafft. Achso, wenn ich das draußen habe, kann ich nicht gucken. Ah, okay. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann wieder. Bestimmt nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich aufnehme, aber ich denke mal, nächste Woche wird dann die nächste Folge rauskommen. Und ja, dann geht's auf nach Weißlauf. Oder wir schauen uns vielleicht nochmal hier vorher um in dem Dorf. Und schauen mal, was hier noch so für Quests aus sind. Der Warbase hat ein bisschen gespoilert. Mal schauen, mal schauen. Tschüss!